Das schönste Erlebnis für mich in den letzten 5 Jahren Ratsperiode war vor 3 Jahren. Da wurde der lesbisch-schwule Jugendtreff Puls eröffnet und der ist seitdem gewachsen und es ist ein barrierefreies Gebäude, sodass auch Schwule in dem Fall, junge Männer, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, den Weg dahin finden und sich da wunderbar aufgehoben fühlen. Das ist ein Jugendzentrum, was eben aus dieser Stadt nicht mehr wegzudenken ist und es wächst und gedeiht und es ist ein Vorzeigeprojekt und ich habe es mit auf den Weg gebracht aus der Opposition heraus und das freut mich ganz besonders. Was mich wirklich stört in jeder Ausschusssitzung, in jeder Ratssitzung, ist die Ignoranz von CDU und FDP, dass die nicht wahrnehmen wollen, dass Menschen verschieden sind und dass diese Unterschiedlichkeit aber eine Stärke ist in dieser Stadt. Und sie drehen es auch immer so, dass die Menschen selber schuld daran sind, dass sie einer Minderheit angehören. Wobei ja Migrantinnen und Migranten, der Mittelstand wächst. Mittlerweile gibt es in den Kitas schon 80% Kinder mit Migrationsgeschichte. Und CDU und FDP meinen, wenn die nur alle ordentlich, perfekt Deutsch sprechen, dann hätten die auch kein Problem, einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu bekommen. Und Frauen sind selber schuld, wenn sie nicht Karriere machen wollen, dass sie da überhaupt nicht die Möglichkeit zu haben, weil sie gar nicht gefragt werden, ob sie sich weiterentwickeln wollen. Das sehen die nicht und ist es auch völlig egal, ob sie das nicht sehen wollen oder nicht sehen können, weil wenn sie das eine nicht tun, dann passiert das andere eben auch nicht. Ja, für die nächste Wahlperiode wünsche ich mir, dass alle Fraktionen, die im Rat vertreten sind, ich hoffe natürlich, dass die Freien Wähler nicht wiedergewählt werden auf Fraktionsstärke, aber dass die demokratischen Fraktionen im Rat wirklich miteinander reden. Und dieses Gegeneinander ist zum Teil sehr künstlich, weil hier geht es um Entscheidungen fürs unmittelbare Lebensumfeld der Menschen, die in Düsseldorf leben. Da geht es nicht darum, ob man mit 63 schon in Rente gehen kann oder länger arbeiten muss oder ob Deutschland in einen Krieg zieht, sondern es geht darum, dass bezahlbare Wohnungen gebaut werden, dass Kitas gebaut werden, dass die Schulen saniert werden. Und da sind eigentlich alle Fraktionen gar nicht so weit auseinander am Ende. Und dieses künstliche, wir regieren und ihr seid die Opposition, das muss aufhören, weil das der Kommunalpolitik viel angemessener ist.